Ich werde gleich mal fahren, bis meine Eisenachs broke ist hier. So. Holz werden wir noch ein bisschen was brauchen. Ach, danke, dass du schon Gold geschmolzen hast. Ja, bitte, bitte. Da draußen, die Schmelze ist jetzt auch fertig. Ja, aber die wollte ich jetzt, dachte ich, erstmal nicht verwenden, weil du ja Dingsbums schmilzt. Du müsst ja auch mal Messer verwenden, um doch das Gear zu machen, oder nicht? Was für wo? Brauchst du nicht ein Goldgear und kann man das nicht nur in der Schmelze am Anfang machen? Für die Klopfer? Ja. Da war ja was. Aluminiumbras war Alu, das haben wir da. Ey, das kannst du aber auch im Kiln machen. Das Aluminium, die Aluminiumbras. Ja, aber das kannst du das direkt. Das wir nicht. Das die Aluminiumbras ist ja so gesehen das, was du um die Casts herzustellen brauchst. Das ist wie Aluminiumbras ist sowas wie Molten Gold in der Schmelze. Das kannst du über andere Sachen schütten, um daraus Casts herzustellen. Also ich habe hier nur die Goldcasts werden mir hier angezeigt. Ja, du musst wirklich Aluminiumbars einfach mal eingeben. Das kannst du auch dafür verwenden und es halt verbraucht kein Gold, glücklicherweise. Warte, Aluminium. Das verbraucht drei Kupfer. Aluminium Brass Item Frame wird mir jetzt einziges angezeigt. Geh mal auf das, fuck, ich werde da angreifen, sofort. Von welcher Mod ist das? Auf Tinkers, geh mal auf Aluminium Brass. Moment. Und schau auf das, Flüssiger. Tinkers. Geh mal, Moment, ich such's gerade. Ich hab hier alles, Molten Aluminium, Gold, Pigrin Cobalt, Manulin, Night Slime, Aluminium Brass. Hab ich. So. Ach, ihr macht das schon. So, wir werden auf jeden Fall keine Casts angezeigt, außer Gold und Holz. Also, ich hab's gerade gemacht, das funktioniert auf jeden Fall. Na dann. Warum es nicht angezeigt wird, keine Ahnung. Also bei mir wird's angezeigt, seltsamerweise. Was gibst du direkt ein unten? Ich gebe unten A L U M ein und dann ist die Flüssigkeit da, die gelbe. Ja, aber die Cast. Da machst du Rechtsklick drauf. Und dann siehst du, dass der in der Smeltery in Wow, rechts, Tab ich hab 8. Immer. Ja, du kannst mit Links- und Rechtsklick auch machen. Mit Rechtsklick siehst du, wie du das verwendest. Und dann siehst du, dass oben im Casting-Tab in der Smeltery angezeigt wird ein Ingot Aluminium-Cast. Und bei mir ist es als Beispiel mit dem Sharpening-Kit jetzt gerade da, dass ich daraus einen Sharpening-Kit-Cast machen kann. Krieg ein bisschen Holz. Ein bisschen. Ich hab gesagt, ich fahre mit Holz, bis meine Axt broke ist. Ja, das weiß ich ja, aber du hättest mir ja nicht alles geben müssen. Warum nicht? Die 50 habe ich schnell wieder drin. Oh, ich sehe jetzt schon, dass da irgendein idiotischer Mob reinläuft in die Mobfarm. Was denn, die Mobfarm? Die Schmelze. Ja, da müssen wir ein paar Slaps drüber setzen. Ist ja nicht das Problem. So, einmal. Ich frag mich, was du hast. Ich habe jetzt schon wieder 40 Holz im Gepäck. Und Holz wird hier gebraucht. Ich möchte gerne ziemlich schnell die Saw haben. Dann brauchst du nie wieder Holz. Weil es dann auf einmal von diesem Zweifachen wieder aufs Normale geht. Was sehr entspannt ist. Und bis dato brauchst du aber Holz. Ja, klar. Oh mein Gott, ich hab Luck. Wir hatten ja vorhin über eine Redstone-Hive oder so gesprochen, wie die Dinge auch immer heißen. Hm? Ich sehe eins. Ich sag nur so, also das
Redstone ist nicht mal im Ansatz irgendwann ein Problem. Ja, jetzt habe ich aber ungefähr, weiß nicht, einen Stack Redstone-Blöcke. Ja, und? Damit wirst du früh genug noch zugeschüttet mit dem Scheiß. Hast du eigentlich die Glocke, Alk? Ich habe die noch nicht gebaut. Ach so. Ich würde jetzt mich gern erstmal um den Pams Markt kümmern. Braucht man den? Da kriegst du alles ans Seeds ran. Klar, warum nicht? Ja, aber es kostet Emeralds. Ein Emerald kostet mich der Markt und der ist aber auch eine Quest. Ja, aber du brauchst ja. Nee, es kostet dir ja Emeralds, diese Seeds zu kaufen, das meine ich. Ja, und? Und dann kümmere ich mich um die Bienensachen davon, weil ich 2 Bienen schon habe. Wolle, Holz und das. Welche Bienensachen davon kümmerst du dich? Von Pams. Dem Bienenstock, das mal Honig und so kriegen, weil du brauchst ja das gehärtete Leder für irgendwas. Für irgendeine Quest braucht man das. Wolle brauche ich, genau. Schäfchen. Oder Blumen. Glocke. Okay, in der Welt ist es anders. Du weißt, wie Glock geschrieben wird, Darko? C-L-O-C-K. Genau. Nicht, dass du es wie die Uhr schreibst. Die taucht dir witzigerweise trotzdem auf. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum? Es fehlt immer noch viel Gold. Ich bin dumm. Lesen muss auch gelernt sein. Copper spawnt zwischen welchen Ebenen? 55 und 72? Kann das sein? Nein, 40 und 75. Wenn man nur liest, dass es 40 ist und du von 40 abwärts denkst, musst du dich auch nicht wundern, dass du keinen Copper findest. Ja gut. Ich wundere mich, warum ich mich so verrechnen konnte. Jetzt hast du schon was habe ich jetzt gedrückt? Was habe ich schon? Gold? Ich habe schon Gold gefunden. Also ich habe es noch nicht abgebaut, ich habe es auch schon mal gesehen. Genug? Nein. Aber ein Anfang ist reicht ja. Wie war der? 3 Alu zu einem Copper. Also 3 zu 1 ist der Teil. Ich finde nicht das, was ich gern hätte. Du findest kein Holz? Nee, davon habe ich jetzt schon abgesehen. Nee, hier Stringpflanzen bzw. Schafe für Wolle. Stringpflanzen waren auf. Als ich zu dir gelaufen bin auf der Strecke, waren einige. Ich habe bis jetzt eine einzige gefunden. Da ist die zweite. Wir müssen echt langsam anfangen, uns draußen ein paar Felder anzulegen, wo wir dann auch die Flachs-Sachen anbauen für Strings. Du kannst auch für Strings nehmen. Haben wir sogar noch einige in den Kisten. Ach stimmt, da war ja was. Die kannst du aber auch essen. Cotton kann man essen. Nee, nicht den Pams Cotton. Den aus einer anderen Mod. Okay. Und den von Pams, den kann man essen. Ja, den anderen glaube ich nicht. Nee, anderen nicht. Nö, ich hab genug. Ich komm wieder daheim. Mann, ey. Dann brauch ich jetzt noch ein Dia. Und dann geht's ab in die Hölle. Ach, hast du noch keine Dia-Picker? Nö.
Ich werde auch nicht direkt auf eine Diabke gehen, ich werde, Dago, hier ist ein Zombie-Villager! Er macht sich eine Bronze-Tinkers-Picke, upgradet die einmal mit dem Bier. Eine Eisenpicke, upgradet die einmal mit dem Dia und macht danach eine Obsidian-Picke daraus. Genau. Ja, gut. Ich mach's ein bisschen anders. Ich mach eine Bronze-Picke, upgrade die mit dem Dia, upgrade die dann dadurch zu Kobalt und das war's. Dann kann ich auch gleich Kobalt arbeiten und den sonstigen Schrott im Nether abbauen. Wenn du eine Bronze upgradest mit dem Dia, kannst du das abbauen? Nee, das upgrade ich zu, das wird abgegradet zu Obsidian und dann okay, also upgradet man's nochmal. Du gehst dann statt über Eisen über Bronze zu dem Schritt, dass du. Genau. Obsidian abbauen. Also, ich kann Obsidian jetzt schon abbauen. Ja, aber dein ist nicht unendlich und du levelst deine Picker nicht. Das ist erstmal egal, die ist ja nur da, um Obsidian abzubauen. Boah, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich lass das jetzt einfach mal. Nein, nicht noch mehr Eisen, ich brauch Gold. Sweet Dreams. Das hab ich jetzt oben angelegt. Ey, das erinnert mich immer sofort an Sweet Dreams are made of this. Ja, ja. Oh lol, man kriegt dafür auch das Achievement? Welches Achievement? Ist eine Iron Pick, wenn man eine Tinkers Packung zu Eisen hat. Ich hab Uranium Ingots. Ja. Hätte es nicht Gold ziehen können? Dann hätte ich meine Suche abbrechen können. Guck doch in deins rein, vielleicht hast du Gold drin. So viel Glück habe ich nun auch nicht. Und er öffnet das gleich und bekommt Gold und ärgert sich. Ich hab Gold bekommen. Ernsthaft jetzt? Nein, war nur Lied. Aber das passte jetzt so. Es war wenigstens ein Erz. Das Spiel wollte schon mal in die richtige Richtung gehen. Es sind sogar Ingots. Ja, Roherz kriegst du da nie raus. Du kriegst direkt schon das Verarbeitete. Ich hatte in der Singleplayer-Welt auch das Glück mit Uranium. Erz habe ich bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Kannst du mir noch zwei Obi mehr abbauen, bitte? Kann ich machen. Danke, die brauche ich dann gleich. So. Aber wenn deine Picke so gut ist, Dago, dann machst du doch gleich doppelt. Dann brauche ich vier. Dann kriegst du die vier, das ist mir egal. Ich habe hier unten ganz viel. Ich hatte mich gerade schon umgeguckt, wo das Gold hin ist, was ich gerade hatte. Ich habe einfach die falsche Richtung geguckt. Also du kannst ziemlich sicher davon ausgehen, ich hab's nicht. Weil sonst würde ich nicht nach Gold suchen. Wie viel Gold brauchte man? Glock. 17 oder? Stück. 9. 17 Barren. Oh, ich hab Gold! Hä? Wie kommst du auf 17? 2, 3. Ach doch, 17, ja. Ich bin einfach nur zu inkomplett. Oh, ich hab alles. Perfekt. Ich hab's auch beinahe. Also, ich hab 7 Stück aus einer Erzader bekommen. Ich hab grad 8. Das reicht. Oh, Amen, ey. Habt ihr schon Erzverdopplung? Nee. Erz was bitte? Erzverdopplung. Den Crusher, den haben wir noch nicht. Nee, hallo? Ey, weil du meintest, 8 würden reichen. Nee, ich hab 8 rausbekommen. Wie 8 würden reichen. 4 würden reichen. 4 reichen mir. Oh. Die restlichen habe ich schon. Und ich kann schon wieder nichts abladen. Also 14 Obby mit hochbringen. 10 Stück habe ich schon mal. Dias. So.
So. Hier müssen wir kurz durchbrennen. So. So, 14 Dias. Muss mal gucken. Darko hat da oben sehr so schön ausgehoben. Er wird dort das Portal hinbauen. Wo habe ich ausgehoben? Ein Stück überhalb seitlich der Base, wo es runter zur Mine geht. Da hast du auch, glaube ich, Sand gefarmt. Ach so, ja. Da wird Storte direkt das Portal hinbläsen. Ja, ausgehoben klingt so, ich hab da ein Loch gegraben, darum. Ja. Ich wollte hier den Weg runter eigentlich Stairs setzen. Warum habe ich das immer noch nicht gemacht? Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4. Danke. Ich brauche Eisen und einen Flint habe ich im Gepäck. So, jetzt das Gebäude noch. Man braucht einmal den da. Ich hätte mir das da irgendwo aufgeschrieben. Bevor du in Nether gehst, Alk, kannst du noch mal. Hallo? Ach doch. was wollte ich jetzt? Kannst du noch mal Aluminiumbras herstellen kurz? Ich glaube nämlich, dass. Ja, die zwei reichen nicht. Ja, no. Wie stellt man den Schmarripari her? 3 Alu, 1 Kopper. Du stehst halt hier direkt hinter die Erzkiste. Ja, sonst vergesse ich meinen Gedankengang da. 3 Alu, wir haben nur noch 2 Aluminium-Ohr. Was? Da sind nur noch 2 Aluminium-Ohr drin. Oh. Also doch nicht. Irgendwie fehlt immer alles. Auf und davon! Bist du jetzt ernsthaft schon in Nether? Ja. Warum? Weil ich... Ja, das hat echt geleckt. Ja. Kannst noch nichts tun da drin jetzt. Doch, Quarzfarm. Nein, ich suche Dings für... Ich brauche eine Blaze. Und ich brauche Aluminium. Es ist sehr safe, wo wir hier spawnen, Darko. Also, und hier ist ganz viel Kobalt und Ardite. Das ist sehr gut. Aluminium. Nee, das ist kein Aluminium. Ich grab meine Pickaxe jetzt auch erstmal ab. 48 und 7. Ich hab ein Dingsbums gefunden. Eine Festung? Ja. Nice! Aber bitte seid CO2 weit genug weg, dass er nicht immer beim Rauskommen, dass wir nicht bei ihm spawnen. Ich hab noch keine Dings, ich würde wenn dann bei euch rauskommen. Ja gut. Das wäre mir egal. Ja, es ist mir auch egal, ich kann mich ja dann einfach nach Hause porten. Das ist eine große Festung. Terrible Fortress. Steel Ingot, Data Storage Zuki 2 Stück und Netherwurzel. Gold, Nickel. Alu? Ferrous Junning Sapling. Nehme ich jetzt einfach mal mit. Was für ein Jungle Sapling? Und Dias, schon wieder ein Nickel, ein Forös Unipass Sapling, nicht Jungle.
Frag mich nicht, was das für einer ist, den pflanze ich dann bei uns daheim immer ein. Oh, bitte nicht. Ach, das ist ein Extra-Utility Sapling. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Baum ist. Und Dito, ich auch nicht. Jo, wo ist ein Blaze-Spawner? Da könnte man nämlich eigentlich direkt eine Blaze-Farm bauen. Tu dir keinen Zwang an. Und ich hab einen. Ja gut. So. Okay, das war knapp. Ich war ja gerade selbst umgebracht. Warum machst du sowas? Weil ich im Fall in Lava gesetzt habe, auf Wasser gesetzt habe und ich auf dem Lavabecken gesprungen bin. Ich dachte, ich würde langsamer fallen, als das Wasser fliegt. Fließt. Weil ich dachte, ich springe einfach ins Wasser rein und halt die Leertaste gedrückt. Ich bin durchs Wasser durchgesprungen. Hier ist Aluminium. Ich habe es mal ja geschafft, dass die das Obsidian mich unter der Lava einschließt. Bam. So, ich hab's endlich. Das da noch, genau. Und dann brauche ich noch. Nehmen wir dann schon wieder seine Waschmaschine an. Man hört's. Das, dieses Pochen kotzt mich einfach an von dem. Scheiße. Ich denke mir gerade so innerlich, Ei, bleib ruhig. Ja, ich höre es halt durch die Kopfhörer durch, das ist das Schlimme. Der soll die scheiß Waschmaschine ins Badezimmer bauen, da wo der Anschluss ist. Meine steht ja oben im Badezimmer. Alter, es hat sich an, wird bei dir ein Flugzeug anfangen. Ja, der Propeller, der so startet. Kotzt mich an, aber weißt du, wenn ich immer hier Rage quitte wegen dem Spiel, steht der gleich hier, hören sie mal auf, ihre Kinder so anzuschnauzen. Wo ich mir so denke, alles klar, ich nenne ja auch meine Kinder so und so, wenn ich ein Spiel zocke. Ja. Aber der, seine Waschmaschine kann ja poltern, wie weiß ich nie was. Wie viel haben wir? Ja, heute ist Feiertag, der dürfte eigentlich. Da dürfte. Müsste Ruhe herrschen. Naja, der ist. Nee, nicht. Er ja. darf. Es ist zwar schöner, wenn Ruhe herrscht, aber rein rechtlich darf er. Ja, klar, aber trotzdem. Wenn man schon von sich allein aus weiß. Oh, meine Waschmaschine ist zu laut. Die poltert in der Küche zwischen den Möbeln hin und her. Da lässt man die zu einem Feiertag aus. Oder man rückt die Möbel leer zusammen, dass sie nicht poltern kann. Und wehe, ein Ike geht drüber und rächt sich auf, dann ist Ike der Blöde, der Böse, der Buhmann. Aber wehe, der Ike macht mal laut, dann ist er genauso der Blöde und Böse. Ich hab grad nach Uhrzeit geguckt, weil je nach Uhrzeit hättest du schon Polizei rufen können wegen Lärmbelästigung. Ich ruf wegen so einer Knackkacke in die Brillen. Ich bin's ja gewohnt. So ist es nicht. Aber es kann nicht sein, dass es wirklich immer zu Wochen, also zu Sonntagen oder Feiertagen ist. Leckt es gerade? Nö. Okay. Ich hoffe nicht. Ich fahre mir gerade nämlich ungefähr 20 Obsidian. Nö, es läuft flüssig. Ach so, war schon fertig da oben. Okay, alles gut. So, ich versuche jetzt mal einen kurzen kleinen Weg hier zum Portal zu bauen, von der Festung aus.
Ach ja, da war ja was. Ich sollte das ja doppelt bauen. Genau. So, und jetzt geht's los wie bei Vanilla. Wo war das Kackportal? Ich muss mir Waypoints setzen, eindeutig. Scheiße. Da oben war es irgendwo. Ach du Kacke, wie weit muss ich denn hier bauen? Was ist denn noch höher? Nachbar, komm rüber und spiel für mich, wenn du schon Polter tust. Es war einfach nur Flint und Steel, oder? Ja. Ja, es ist nicht Omnifactory. Es heißt kein Steel Ingot für einen Flint and Steel. B. Portal. So. Vor allem Omnifactory ist es ja eigentlich scheißegal, ob was du brauchst, um dann in Nether zu kommen, ob du fünf, was du brauchst für Feuerzeug, wenn du in den Nether willst, weil du kommst über einen Kufen in den Nether. Ja. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich ein eigenes Portal bekomme. Bei euer Portal. Nein, du bist bei meinem Portal rausgekommen. Seh dich auf nice. Der Map. Ist auch in Ordnung. Ich seh dich. Mach mal Platz, ich komm auch noch. Bist du jetzt durch, Alk? Ich grab mich gerade zur auf Höhe des Portals. Sah so aus, als wäre gerade jemand durchs Portal gegangen, darum. Nee, das war. Irgendjemand hat bei euch anscheinend einen Pfeil durchgeschossen. Bei euch. Ja, ich musste im Portal, als ich drin stand, tänzeln, weil ein Skelett da war. Pyrit brauchen wir erst einmal nicht. Was, wie viel brauchen wir denn? Ich will jetzt hier zwar nicht alles klauen. Kobalt Adalt. Stackweise, weil du brauchst ja Mandolin für den Oryx Quaid. Oh. Ich mein für den Anfang. Stackweise, du kannst CO2 hier nichts wegklauen, weil hier gibt's mehr als genug. Okay. Also ich brauche an sich am Anfang. Ich habe für mich am Anfang 10, 12 Stück gebraucht. Also wenn ich noch 10, 10. Ja, genau. So ungefähr brauche ich es auch. Hol trotzdem mal ein bisschen mehr. Ja, klar. Ja, ich hole am Anfang nur 10, 10, weil ich. Ich habe hier im Nether auch schon wieder Waypoints. Remove. So, und da ich jetzt nur noch mit einem halben Herz oder einem Herz hier rumpümmel, gehe ich mal ganz kurz zurück. In der Hoffnung, dass ich nicht abgeschossen werde. Draußen ist ein Skelett, wenn du rauskommst. Außer es ist despawned. Nein, ist es nicht. Oh Gott. Da wäre schon Meter sicherlich sicher gewesen. Nee. Weil ich da das Glück habe, immer überall runterzufallen. Oh mein Gott. Ich bin der Lacker, was Hives angeht. Ich habe einen Infernal Hive gefunden, das bedeutet einen Haufenweise Quarzblöcke. Die gibt's ja überall. Ja, das ist nicht schwer. Oh. Die gibt's ja in Massen. Okay, ich habe die noch nie gesehen. Außerdem, so viele Quarzblöcke sind das gar nicht. Vielleicht einen halben Stack. Da war nichts mehr, perfekt. An der Decke ist noch was, das lasse ich aber. Erze, Stahl rein, ein Gold rein, drei Nickel, ein Redstone, das rein, Quarz da rein. Willst du wiederkommen wegen der Pickel? Ich hab die jetzt beide mit, weil ich dachte, du wärst im Leder. Ja, ich beende jetzt die Folge hier und dann stelle ich mich mal ganz kurz AFK hin.
Ach, und übrigens CO2, ich habe eine Bronze-Pickaxe und die hat Kobalt. Aber natürlich abgegradet mit dem. Ja, ich hab. Oh, weil eine Bronze-Pickaxe kann schon ohne. Okay, das ist interessant. Wusste ich nicht, dass die so gut ist. So, dann stelle ich mich jetzt hier mal ganz kurz. Ich hatte mich mal einen halben Tag nur mit Tinkers Werkzeugen beschäftigt und für mich war Bronze halt immer oder das Beste, weil es auch die beste Haltbarkeit und so weiter aufweist.